Hallöchen ihr Lieben zu unserem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen Imaginary Friends, also imaginäre Freunde. Ein RPG-Maker-Rätsel-Horror-Game, so wird es beschrieben, vom Entwickler Manizu. Und das Ganze wurde entwickelt im RPG-Maker VX Ace. Und wie ihr hier seht, sehen wir auch rechts schon die Protagonistin, das ist nämlich die Hayley. Und ich glaube, dieser Oliver da links, das ist ihr imaginärer Freund. Aber ich weiß es noch nicht genau. Deswegen würde ich sagen, wir starten einfach mal ins Spiel. Die Screenshots sahen so cool aus von dem Spiel. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob es hält, was es verspricht auf den Bildern. Hayley, was tust du da? Nichts. Das sagst du jedes Mal, wenn ich dich frage. Das hätte ich mir wohl denken können. Du hast dein Zimmer während der Sommerferien kein einziges Mal verlassen. Ist es nicht langweilig, den ganzen Tag am Computer zu sitzen? Nicht wirklich. Ach, warum hängst du nicht mal mit deinen Freunden ab? Als hätte ich welche. Was? Ich kann dich nicht hören, wenn du so murmelst, Hayley. Nichts. Ich gehe jetzt zum Supermarkt mit Timmy. Warum kommst du nicht mit uns? Will ich nicht. Nun, ich möchte nicht, dass du ganz bleich bist, wenn du in die Schule zurückkehrst. Es ist einfach nicht gesund, den ganzen Tag zu Hause zu sitzen. Hayley, wenn du nicht mitkommst, werde ich den Internetanschluss cutten für den Rest des Sommers. Ach, gut. Okay, wie immer eigentlich. Oh, wir können rennen. Und wir haben hier ein kleines Menü mit Items. Okay, wir schauen uns einmal natürlich hier um. Ich sollte Mom besser nicht warten lassen. Ist hier irgendwas? Nö, kann ich alles nicht... Hier, die sollte ich waschen. Vielleicht später. Oh, Kiss Me Snow. Volume 3. Ich frage mich, was als nächstes passiert. Ich hatte noch keine Zeit, dieses Magazin zu lesen. Das ist ein Poster meines liebsten Films. Das ist Chicago, glaube ich. Das ist meine Buch- und Filmkollektion. Okay, ich glaube, dann haben wir schon alles. Dann gehe ich mal raus. Also, was möchtet ihr beiden heute Abend essen? Ich will Spaghetti. Schon wieder? Na gut. Was ist mit dir, Hayley? Ist Spaghetti für dich in Ordnung? Ich schätze. Na, da du so motiviert bist, warum holst du nicht die Pasta? Während Timmy und ich ein bisschen Gemüse einkaufen. Muss ich? Okay, okay, ich verstehe ja. Und was für welche? Ganz normale Spaghetti. Aber wenn du etwas anderes ausprobieren willst, dann nur zu. Okay, ich darf mich jetzt bewegen. Können wir auch mit den Leuten reden? Angepisste Lady. Diese Linie, also diese Schlange, braucht ewig. Na, versuch dich ja nicht vorzudrängeln. Hatte ich nicht vor, ist ja gut. Verdammt, ich habe die Eier vergessen. Hey Mädchen, könntest du mir Eier besorgen? Ja. Vielen Dank. Okay, müssen wir gleich mal gucken, wo wir die finden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Das kann ich nicht anschauen. Wer bist du denn? Beunruhigte Lady. Oh, heute Abend kommt meine Schwiegermutter. Sie hasst mein Essen, egal was ich koche. Okay, sie sagen immer das Gleiche, glaube ich, wenn man nochmal fragt. Viele Arten von Gemüse sehen köstlich aus. Hast du die Spaghetti, Schatz? Nee, noch nicht. Beeil dich, du Lahmarsch. Hier sind Früchte, die sehen auch köstlich aus. Was haben wir denn hier? Ich kenne nicht mal die Hälfte dieser Produkte. Das sind viel zu viele. Okay, und hier? Verschiedene Barbecue-Soßen. Scheint wohl Barbecue-Season zu sein. Ältere Kundin? Oh, meine Liebe. Wie viele Zwiebeln soll ich kaufen? Das kann ich dir nicht sagen. Kokumber? Mandarinen sehen köstlich aus. Pasta, hä? Huh? Ich glaube, sie sind Abteilung F, denke ich. Verschiedenes Dosenessen? Ah, hier sind Eier. Dieser Kunde hat mich gebeten, eine Packung Eier zu besorgen. Was hatte er gesagt? Moment, ich frage nochmal nach. Wie viele Eier wollte er? Oder sie? Ah, ein größeres. Oh, okay, okay. Ich bin unterwegs. Eine große Packung. Ich bin unterwegs. Also das 12er-Pack. Gut. Dann schnell wieder hin.
Bitte sehr. Oh, vielen Dank. Du bist wirklich eine liebenswerte Person. Danke, dass du mir geholfen hast. Naja, eine gute Tat am Tag. So, das sind Putzmittel, Toilettenpapier. Hier haben wir verschiedenes Fleisch. Oh, die Preise werden immer höher und höher, nicht wahr? Ja, die steigen immer. Hier sind, ja, sowas, Würste und Chicken Nuggets und so ein Krams. Wo sind nur die Soßen? Ich kann sie nicht finden. Ich habe sie gefunden, ich könnte es dir sagen, aber ich sag's nicht. Cerealien. Verschiedene Pasta. Ich glaube, ich nehme einfach die normalen Spaghetti. So, die hätten wir besorgt, aber wir gucken uns noch kurz um. Ich suche nach meiner Schwester. Hast du sie gesehen? Ich liebe Schokolade. Und das ist voller Süßigkeiten. Ich hätte echt gerne Schokolade. Ich frage mich, ob das für Mom okay wäre. Wir könnten ja nachfragen. Da sind nur alkoholische Getränke. Hier habe ich nichts zu suchen. Verschiedene Softdrinks, hauptsächlich Cola. Ich habe vor kurzem erst hier angefangen und ich weiß kaum, was ich hier tun soll. Deswegen tut es mir leid, ich kann dir nicht helfen. Brot, Brot und noch mehr Brot. Yay, Cookies! Und hier sind Kuchen und andere leckere Dinge. Hier sind Soßen und Marmeladen. Und ich trinke immer Mandarinen-Ananassaft zum Frühstück. Aber der ist ausverkauft. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt die Spaghetti. Aber die sind weg. Okay, das ist ja nett. Hier ist ja noch was. Ah, Milchprodukte und sowas nehme ich an. Haben wir schon geredet? Ach so, die Soßen. Hier ist nur für Mitarbeiter. Vielleicht sind sie hier lang gegangen. Ich weiß nicht. Ich sehe sie jetzt gerade eigentlich nicht. Ach, ich mag kein Convenience Food. Also das ist halt Tiefkühlessen. Hausgemacht ist so viel besser. Oh, du hast es schon geholt. Danke, Schatz. Ich glaube, ich habe die Einkaufsliste zu Hause vergessen. Was wollten wir denn noch holen? Naja, ich habe heute Morgen die letzte Milch für meine Cerealien aufgebraucht. Wirklich? Könntest du dann ein bisschen Milch holen? Ja, klar. Danke, Schatz. Können wir auch ein paar Süßigkeiten holen? Hey, renn nicht hier rum oder du wirst dich noch verlaufen. Wer ist denn das Mädchen mit den weißen Haaren hier? Ich will nach Hause. Okay, ich würde dir ja gerne helfen, aber hast du meine Schwester gesehen? Wir wurden getrennt. Ja, ich weiß, wo sie ist, aber wieso kann ich es dir nicht sagen? Das ist schade. Habe ich etwas vergessen? Oh, lecker, Eiscreme. Oh, Seafood, also, ja, so Krabben und sowas. Ist das ein Oktopus? Das würde ich niemals essen. Oh, ich liebe Oktopus. Ich liebe einfach alles, was irgendwie aus dem Meer kommt. Ein paar neue Eiscreme-Geschmacksrichtungen. Kaktusfudge. Okay. So, was sollten wir holen? Ach, Milch. Die ist ja hier an der Seite, genau. Oh, das scheinen nur Joghurts zu sein. Vielleicht hier? Ups. Hier, ganz normale Milch. Ein Milchkarton erhalten. Gut. Ja, wo sind sie denn jetzt schon wieder hin? Kann ich dir jetzt helfen? Ja, ich habe sie gesehen. Vielleicht können wir es ja doch der anderen nochmal sagen. Aber wo war sie? Das war doch ein Mädchen gewesen. Die kann doch jetzt nicht einfach gegangen sein ohne ihre Schwester. Hä? Was ist hier eigentlich los? Was? Du hast deine Eltern verloren? Ach, ich bin mir sicher, sie sind noch irgendwo hier im Laden. Oder vielleicht auch nicht. Wenn ich dich bezahlen würde, würdest du verschwinden? Oh, Alter, wie seid ihr denn drauf? Du bist allein? Ha, kein Wunder. Hey, wo auch immer sie sind, sie werden dich nicht mal vermissen. Hey, bist du nicht ein bisschen zu alt, um deine Mutter in einem Supermarkt zu verlieren? Okay, was ist hier los? Hahaha, du wirst sie nie finden. Ihr seid ja alle scheiße zu mir. Ich hasse das. Falls du Hilfe brauchst, frag die Mitarbeiter. Sie werden dir nicht helfen. Okay, ich komme da nicht rein. Ich gehe nochmal hier rüber. Hä? Es verschwinden immer mehr Leute. Die Musik ist auch weg. Oh Mano. Es ist, alle sind weg. Aber es ist keiner da, der irgendwas... Oh. Hey du, was ist hier los? Wo sind alle hin? Hörst du mich? Wieso ist denn der Laden plötzlich so leer? Willst du spielen? Hä? Was?
Lass uns gehen und spielen. Ich will dein Zimmer sehen, also lass uns bei dir zu Hause spielen, okay? Hey, warte! Wer zur Hölle denkt er, wer er ist? Der ist ja gruselig. Aber wo sind Mom und Timmy hin? Vielleicht sind sie ja schon nach Hause gegangen. Wenn nicht, kann ich sie zumindest anrufen. Okay, was ist hier los? Hey, ich bin zu Hause. Ist jemand da? Ich glaube eher nicht. Da ist ein Zettel. Hallo? Keiner in der Küche. Okay, den kann ich aber nicht lesen, den Zettel. Vielleicht hier? Ah, die Einkaufsliste, die Mom vergessen hat. Also hier ist niemand scheinbar. Das kann ich mir auch nicht anschauen. Hallo? Hallo? Wieso ist denn hier keiner? Ich guck mal, was hier an dieser Tür ist. Ich glaube nicht, dass sie im Keller sind. Und was ist das da? Du klopfst an Timmys Tür, aber keiner antwortet. Du warst doch im Laden. Was tust du in meinem Zimmer? Wie bist du hier reingekommen? Lass uns spielen. Hör auf damit. Raus aus meinem Haus oder ich rufe die Cops. Du hast gesagt, du würdest mit mir spielen. Ich habe überhaupt nichts... Ich hoffe, du wirst Spaß haben. Wir sehen uns morgen. Bye, bye. Hey, willst du shoppen gehen? Ja klar, hört sich lustig an. Lasst uns alle zu mir gehen und das neue Battle Cry 2 spielen. Boah, du hast das schon? Ja, ich hab's gestern erhalten. Und, was sagst du? Ja, zur Hölle, lass uns gehen. Ich werde euch alle besiegen. Haha, unmöglich. Was ist das hier? Ist das eine Erinnerung oder... Ich will noch nicht nach Hause. Oh ja, deine Eltern. Naja, komm doch mit mir in die Bücherei. Ja, ich schätze, das wäre nett. Ich werde danach heiße Schokolade kaufen, um dich ein bisschen aufzumuntern. Vielen Dank, du bist so nett. Wahrscheinlich bleiben wir als letztes zurück, warum auch immer. Ich glaube, das sind wir da in der einen Reihe. Oh, hi. Weißt du was? Wir haben lange nicht mehr abgehängt miteinander. Hm, du hast recht. Also willst du irgendwo hingehen? Sorry, ich habe meiner Mom versprochen, heute zu helfen. Oh, aber was ist mit morgen? Ja klar, ich kann ja mit dir nach Hause laufen. Danke, es ist immer nett, Begleitung zu haben. Ja, da sitzen wir nun ganz alleine. Ich frage mich... Wann war das letzte Mal, dass ich Zeit mit jemandem nach der Schule verbracht habe? Was ist geschehen? Wo ist der Junge hin? Ich muss Mom und Dad finden. Wer hat denn meinen Computer ausgeschaltet? Das Gesicht ist cool gewesen. Okay, ich versuche einfach mal herauszufinden, wo die hin sind. Was? Das ist nicht mein Haus. Oh oh, ich könnte schwören, dass das vor einer Sekunde noch mein Zimmer war. Wo bin ich? Okay, wir schauen uns mal um hier drin. Da ist ein Ball, da passiert aber nichts. Unter das Bett schauen, ja? Oh. Da ist etwas Weißes und Kaltes unter dem Bett. Oh, ein Knochen erhalten, na super. Das ist mein liebster Teddybär, von als ich noch ein Kind war. Ich dachte, ich hätte ihn schon weggeschmissen. Ah, hier kann man speichern. Komme ich da noch ran? Ja, aber da ist nichts. Okay, der ist auf jeden Fall der Speicherpunkt. Und wir haben einen Knochen erhalten. Die Wände sind mit dutzenden Kindermalereien bedeckt. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Das da ist eine Karotte. Ich erkenne das. Das ist eine Karotte, Mann. Die Tür scheint versperrt zu sein. Da kommen wir nicht lang. Guck mal, da kommt auch so Licht durch die Türritzen ein bisschen. Oh, Moment, das sieht ein bisschen anders aus. Nö, doch nicht. Mal gucken, was wir mit dem... Oh, was ist das da? Nee, das ist auch nichts anderes. Und das hier?
Du siehst nichts durch das Fenster, nur Dunkelheit. Okay, da auch? Ja, was haben wir denn hier? Okay, ein 2D-Haus. Ein riesiger Schrank steht in der Ecke. Hineinschauen. Der Schrank ist leer. Sieht aus wie eine Tür, aber an der Tür ist kein Griff. Du versuchst, sie einzudrücken, aber sie scheint sich nicht zu bewegen. Da ist ein kleines Loch. Willst du hindurchschauen? Oh je. Ich weiß nicht, ob hier auch schlimme Dinge passieren können. Du kannst nichts erkennen. Hallo? Ich glaube, hier kann ich nichts machen. Guck mal, die Uhr, da sind die Zahlen runtergefallen. Da ist ein Gemälde, ein Sofa und eine Lampe und eine riesige Standuhr. Scheint, als wäre sie stehen geblieben. Wollen wir mal hineinschauen? Ja. Oh, da ist eine Crowbar. Eine Brechstange. Geil. Super. Hier haben wir eine Spielzeugbox, aber die geht nicht auf. Du hörst, dass im Inneren jemand wimmert. Okay, wir versuchen es mal mit der Brechstange. Es ist dir gelungen, die Spielzeugbox zu öffnen. Sie ist leer. Aber da hat doch jemand drin gewimmert. Es ist zu dunkel, um etwas unter dem Bett zu erkennen. Ich will auch gar nicht nachschauen, ob da was drunter ist. Okay, irgendwie irritiert mich dieser Junge und überhaupt diese Sachen hier. Was ist das? Eine Lampe? Da ist eine kleine Notiz zwischen den Büchern. Sie war die hübscheste Puppe von allen. Ihr wallendes, goldenes Haar schien wie die Sonne. Sie sah wunderschön aus in jedem Kleid, das sie trug. Sie war wirklich die hübscheste Puppe von allen. Und sie sorgte dafür, dass keine andere Puppe hübscher werden würde als sie. Oh oh, hört sich nicht gut an. Okay, ich probiere mal. Aha, hier ist also wieder ein Raum, der normal 3D ist sozusagen. Diese Boxen scheinen verschiedene Dinge zu enthalten. Hier sind jede Menge Spielzeuge drin. Okay, in die anderen scheine ich aber nicht reinschauen zu können. Ist da oben irgendwas, was wir mitnehmen können? Nee. Oder da? Da sind Stofftiere drin, aber ihnen allen fehlt der Kopf. Oh Gott, wieso? Und... Was ist das? Ein abgetrennter Puppenkopf. Okay. Also wir müssen doch wirklich alles untersuchen. Diese Box ist zugenagelt, aber wir benutzen mal die Brechstange. Und sie ist voller kaputter Schuhe. Nur ein paar, das scheint noch nützlich zu sein. Ein paar Schuhe erhalten. Okay, aber sonst haben wir jetzt, glaube ich, hier auch alles untersucht. Ein paar Schuhe? Vielleicht wollen wir ihr die Schuhe anziehen? Müssen wir die auswählen? Scheinbar nicht. Okay, die Schuhe sind auf jeden Fall für eine Puppe. Okay, ein sehr dunkler Raum. Was haben wir denn hier? Da speichern wir doch direkt nochmal. Weil ich nicht weiß, was uns hier erwartet. Das sieht aus wie ein Fass. Hier ist ein Spiegel. Da passiert aber nichts, außer dass wir uns darin sehen. Ist das hier ein Schrank? Da sind mehrere Kleider im Schrank. Eines nehmen? Oh, weiß ich nicht. Aber welches? Ich nehme das Blaue. Da müssen wir bestimmt noch ein anderes holen, weil das bestimmt das Falsche war erstmal. Aber ich weiß noch nicht, welchen Sinn überhaupt es hat, ein Kleid zu nehmen. Okay, ich drücke hier immer zur Sicherheit, aber momentan... Oh, bisher war hier leider nichts zu finden. Okay, wir hätten jetzt also auch noch ein Kleid. Ich hätte ja gedacht, dass wir diese Puppe hier anziehen müssen eigentlich. Aber scheint ja nicht so zu sein. Vielleicht müssen wir doch zu der hier unten hin, die da unten sitzt und die so kaputt ist. Vielleicht... Die hier finde ich ja super gruselig. Nee, die Sachen können wir wirklich nicht verwenden. War ich da eigentlich drin oder bin ich die Tür einfach übergangen? Ich bin die übergangen, ne? Ich bin ja auch geil. Oh, wie nett das hier ausschaut. Juhu. Ein Baumstumpf, ein paar tote Bäume und ein See. Da ist das Skelett eines Hundes, würde ich sagen. Ah, das Skelett wackelt mit dem Schwanz. Wie süß. Ja, wir geben dem Hund mal den Knochen. Er scheint glücklich zu sein. Das ist das Skelett eines kleinen Hundes. Ich frage mich, wer das ausgegraben hat. Ja, das Grab wurde ausgegraben. Es ist nicht allzu tief. Etwas glänzt auf dem Boden des Grabes. Nehmen?
rostigen Schlüssel erhalten. Okay, vielleicht hätte er uns angegriffen, wenn wir das gemacht hätten ohne seine Erlaubnis. RIP Max. Also ohne, dass wir ihn beruhigt hätten mit dem Knochen. So, jetzt haben wir also einen rostigen Schlüssel. Ist das hierfür vielleicht? Ach so, das hatten wir ja schon gemacht. Da war ja nichts zu sehen. Ein rostiger Schlüssel. Können wir überhaupt hier zurück? Das können wir durchaus. Ach ja, die war ja auch versperrt gewesen, die eine Tür. Probieren wir mal, ob wir die vielleicht aufbekommen mit diesem Schlüssel. Ja, tatsächlich. Oh oh, die Musik hat aufgehört. Kein gutes Zeichen. Es wird gefährlich. Das können wir leider nicht nehmen. Hier sind auch Einzelteile, glaube ich, von einer Puppe. Ich kann hier nichts machen. Ich untersuche alles, aber... Okay, hier ist eine ganz einfach ausschauende Puppe. Sie trägt ein wirklich hässliches Kleid und einen Hut. Aber der Hut, den sie trägt, der ist ziemlich hübsch. Den Hut nehmen. Einen wunderschönen Hut erhalten. Okay, kann ich hier jetzt was verwenden? Okay, nein, scheinbar nicht. Ich guck noch mal, ob hier sonst noch irgendwas ist. Aber es ist irgendwie seltsam. Ist das nicht so, dass wir diese Puppe hier vielleicht wunderschön machen müssen, damit sie Konkurrenz wird für diese böse Puppe? Nee? Nee? Wirst du mich gleich verfolgen? Wirst du mich... Ich wusste, sowas würde kommen. Ich wusste es einfach. Die Tür scheint versperrt zu sein. Gib mir zurück meinen Hut. Oh, wir sind tatsächlich Game Over. Oh, nicht traurig sein. Wir bekommen das schon hin. Das ist aber ein cooler Game Over-Screen, muss ich sagen. Gefällt mir gut. Ich habe auch gesehen, dass noch ganz viele selbst gezeichnete Bilder kommen werden. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Lasst mich mal kurz überlegen. Also wir machen jetzt auf jeden Fall auch erstmal einen kleinen Cut, würde ich sagen. Ich speichere nochmal, nachdem wir eins der Dresses uns hier rausgeholt haben. Und ich hole auch schon nochmal kurz... Wo war denn das hier gewesen? Ach ja. Ah, oder lasst uns ausprobieren, was passiert, wenn wir ihm nicht vorher... Ja, da werden wir halt gefressen. Genau, wir müssen wirklich vorher den Knochen geben. Wahrscheinlich ist es halt bei dieser Puppe sowas ähnliches. Oder wir müssen es tauschen gegen einen anderen Hut. Auf jeden Fall kriegen wir das hin, aber wir machen jetzt erstmal hier an der Stelle einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Imaginary Friends wieder. Also bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.